Alter! Alter, war das heftig! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian. Das ist Ben, also der muss immer dabei sein, wenn es eine Aufnahme hier gibt. Und ihr seid auf Tupac VR, hier geht es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplay, Hardware-Videos, News-Sendung. Und ja, heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das nennt sich Propagation VR. Und das gab es schon seit längerer Zeit als ja, Free-Game, sage ich mal, oder Free-Game-Erfahrung. Und ja, ich habe sogar ein kleines Unboxing hier heute für euch und das schauen wir uns gleich mal an, denn der Entwickler hat mir auch ja, was geschickt. Und ja, Propagation ist ein Game, wo wir statisch an einem Punkt stehen. Wir können uns aber in alle Richtungen drehen, per Snapturn oder auch im Realen und müssen dann ja, Wellen von Gegnern wegknallen. Das Ganze geht ungefähr in 30 Minuten und ja, Propagation war als Free-Version verfügbar und hat jetzt einen Koop-Modus bekommen, ein DLC sozusagen, das man aber kaufen muss, kostet momentan 6,96 €, ist im Angebot normalerweise 8,19 € und das gilt noch bis zum 15. Februar. Und also ich habe es mit dem lieben Chris Reality gespielt, wer den Chris nicht kennt, unten in der Beschreibung ist ein Link, also schaut mal auf seinen Kanal, lasst ihm bitte ein Abo da, der wird sich mit Sicherheit freuen und der macht auch echt coole Gameplays, testet ja auch alles rund ums Thema VR, also ja, schaut euch den Kanal mal an. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir beide uns mal hier das Paket an, oder? Also ich habe noch nicht alles durchgeschaut, aber schauen wir uns das erste Mal an, ist ein kleines Poster, Propagation. Und der Entwickler ist WannaDev Studios und die haben zuletzt auch Ragnarök rausgebracht. Das sind lauter kleiner Karten, auch Post, so eine Art Postkarte oder Foto. Auch echt cool. Mega nice. Da muss der Ben natürlich direkt drauf steigen, aber. Na, der geht lieber auf den PC. Ist ihm lieber. Was haben wir denn sonst noch hier? Ganz viele kleine Aufkleberchen. So eine Art Bierdeckel. Propagation. Mit dem Handlogo. Finde ich echt nett, wenn Entwickler sowas auch rumschicken. Nochmal eine Karte vom Entwicklerstudio. Und hier nochmal so coole Aufkleber. Vom Game Propagation. Entwickleraufkleber. Und das P-Logo. Ja, cool. Also sowas freut mich auch, wenn ich sowas mal erhalte von den Entwicklern als Dankeschön auch. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal die Seite an von Propagation, also die Steam-Seite erstmal. Und so, hier sind wir auch schon. Genau, jetzt sind wir hier auf der Steam-Seite und das Spiel kostet 6,96 €. Wie gesagt, es ist eine kleine Erfahrung. Das heißt, ja, wir haben 30 Minuten Spieldauer ungefähr, habe ich mit dem Chris gebraucht. Und ja, was wir nachher hier zur Verfügung haben an Waffen und so weiter, das zeige ich euch gleich. Denn der Entwickler hat mir auch so ein PDF-Dokument mitgeschickt. Und ich muss erstmal sagen, grafisch ist das der Hammer. Atmosphärisch ist das der Hammer. Vom Gameplay, gut, ist ein bisschen altbacken, denn wir stehen nur statisch an einer Stelle und die Gegnerhorden kommen, wir können uns nicht bewegen. Also da hätte ich mich ein bisschen, hätte ich mir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gewünscht, dass wir wenigstens da so ein bisschen im Umkreis von, weiß ich nicht, 10 Metern so rumlaufen können per Free Locomotion oder Teleport. Das wäre natürlich viel geiler gewesen. Aber man steht quasi so Rücken an Rücken oder nebeneinander und man muss natürlich auch gut zusammenarbeiten. Das heißt, wenn einer einen Gegner sieht, auch gerne mal sagen, links, rechts oder da hinten ist was, weil manchmal gibt es auch so Schleicher, die sind so leise, die hört man auch nicht. Und auf einmal stehen die hinter einem. Und ja, das Ganze ist ziemlich, also chaotisch, man kann kaum durchatmen, man ist immer am Nachladen, am Ballern. Und also mir hat es Spaß gemacht, keine Frage. Und für den Preis kann man das echt mal mitnehmen. Ist eine echt nette Erfahrung.
Und das Entwicklerstudio zeigt hier, was sie können und war halt ein erster Versuch mal. Und wir können uns mal ganz kurz anschauen, was die denn so alles gemacht haben. Genau. Wie eben schon erwähnt, Ragnarök haben sie noch rausgebracht. Und Propagation war das erste, was die rausgebracht haben. Und ja, Ragnarök habe ich noch nicht getestet. Muss ich mal schauen, ob die mir da auch einen Key zur Verfügung stellen. Denke ich mal, dass sie das auf jeden Fall machen. Also wenn ihr da auch ein Gameplay sehen möchtet, gerne mal in die Kommentare rein. Und das kostet 16,79. Und ja, wie wir hier sehen, man muss halt den Takt vorgeben auf so einem Wikinger-Schiff. Und das mit, ich glaube, so ein bisschen Heavy-Metal-Musik, ne? Keltenrock bis Viking-Power-Metal, ja. Soll ganz coole Musik beinhalten. Ja, Rhythmus-Spiele sind nicht so meins, also dann lieber Propagation. Aber wie gesagt, die Spiele haben auch ihre Daseinsberechtigung. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier What You Need to Know an. Und das ist so ein bisschen was erklärt, was es ein Virus gibt. Und ja, wir in einer U-Bahn sind. Ist halt eine Apokalypse, ne? Die Menschheit ist kurz vor Ende, sage ich mal. Und ja, überall laufen Zombies und irgendwelche Monster rum. Das sind wir beide hier, ne? Die wir dann spielen, die Charaktere. Also grafisch sieht das echt sehr gut aus, muss ich sagen. Lief auch echt flüssig. Die Soundeffekte sind echt grandios. Und ja, wie ihr eben gesehen habt, ich habe mich auch tierisch erschrocken am Anfang. Also echt Wahnsinn. Was ich mir noch gewünscht hätte, dass man nach jeder Runde eventuell neue Waffen bekommen kann, Upgrades für die Waffen. Ja, das wäre echt cool gewesen. Ja, Gegnertypen haben wir hier. Spinnen, Zombies. Das sind unsere beiden Waffen. Das ist einmal eine Pistole, einmal eine Shotgun. Die Shotgun müssen wir wirklich nach unten hin so laden. Und dann auch immer nach jedem Schuss auch durchziehen. Also tschak, tschak, ne? Nachladen sozusagen. Und ja, das wird echt stressig teilweise, weil da so viele Gegnerhorden kommen, ist Wahnsinn. Macht aber trotzdem Spaß. Die Shotgun hat halt keine Lampe drauf. Das ist halt das Negative daran. Die Pistole hat eine Lampe drauf. Und ja, das Ganze funktionierte echt gut. Also wir haben unten unserem ja, Waffengürtel, sage ich mal. Und wir haben eine Pistole und die Shotgun und können dann nachladen. Hier sehen wir nochmal Typ, Gegnertyp, einmal Zombie. Das sind die Crawler. Und dann die Spinnen. Einmal gibt es große Spinnen und dann kleine. Die kleinen sind auch ein bisschen lästig, weil mir die sind so schnell, die sieht man teilweise gar nicht. Ja, und das ist der Bosskampf, den man am Ende dann hat. Und danach ist dann auch Schluss. Aber werdet ihr gleich auch im Video sehen. Und das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, was wir gespielt haben. Ich glaube, wir haben normal gespielt. Ich glaube, der Chris hat den Dings gemacht, den Server. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er eingestellt hat. War aber trotzdem hart. Also ich fand es teilweise hart, aber ich bin zweimal gestorben, Chris nicht. Ich denke mal, ich glaube, man kann über 10 Mal sterben und man spawnt dann nach. Ja, Leute, ich würde sagen, wir können jetzt hier noch ein bisschen durchgehen. Da sind noch ein paar Bilder und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel echt gelungen. Also als VR-Erfahrung, sage ich mal, und für den Preis vollkommen in Ordnung. Man kann es auch mit Sicherheit öfters mal durchspielen. Für eine Runde Action ist es auf jeden Fall gut. Aber erwartet jetzt nicht den Mega, das Mega-Spiel, sage ich mal. Aber wenn man sieht, dass das erste Projekt ist, was dieses Entwicklerstudio auf die Beine gestellt hat, ist das sehr, sehr gut und atmosphärisch genial. Also wenn die mal so ein richtiges Horror-Shooter-Game auf die Beine stellen mit einer richtigen Story, also ich glaube, da können die richtig was Geiles auf die Beine stellen. Ich hoffe, sowas kommt noch. Wäre cool, wenn es da einen richtigen Story-Modus von Propagation gibt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Gameplay. Ready? Ah, ja. Alter! Alter, war das heftig! Okay. Das war cool.
fieser Jumpscare wurde einfach nur Spielstart. Das dachte, jetzt kommt das. Echt? Honor Dev Studio, sagt mir doch auch mal was. Honor Dev. One Death. Hast du das kostenlose schon mal gespielt? Nein, bis jetzt noch nicht. Nur Trailer mir angeschaut. Aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt wird. Also ob, genau im Koop, ne? Ist natürlich auch noch mal was anderes. Ah, ich sehe meine Hände. Okay. Huch, jetzt habe ich auch noch was. Oh, cool. Ah, da ist der Chris. Also grafisch sieht das echt mega aus. Ja. Ich kann mich nicht fortbewegen, du? Nee, ich glaube, das ist so, weil hier irgendwas passiert jetzt, glaube ich. Okay. Habe ich nämlich schon mal beim Oasis gesehen. Ah, ja. Oh. Oh, wir haben auch eine Schrotflinte. Die habe ich mir gerade auch genommen. Nicht schlecht. Das war schon mal das Erste. Ach, wir können uns anscheinend gar nicht bewegen. Ich pack mal kurz die Schrotflinte weg. Oh. Ich hab schon ein bisschen Angst hier. Geht mal der Nase, Alter. Jawoll, bam. Oh, da kommt wieder was. Wie lädt man nach? Ah, okay. Mann, du. Oh. Hinter uns passiert was. Okay. Boah. Ja, ich geb dir Feuerschutz. Okay. Ich will auch gerne mal die Schrotflinte nachladen, aber... Ja. So. Lach mal. Das ist aber kompliziert, oder? Okay. Ja, du mir dann reinstecken wieder, ne? Vorsicht, links und rechts kommt einer. Die sind gerade gefühlt überall. Die Schrotflinte bräuchte aber irgendwie eine Lampe. Komm. Alter. Das geht jetzt aber gut ab hier. Okay, nachladen ist ein bisschen
Arcade-mäßig aber gar nicht schlecht für das Game, finde ich. Wow! Ich war hier gerade am Nachladen. So, nachladen. Wow! Und direkt nachladen, wenn die von ein bisschen weiter weg sind noch. Ja. Nachladen. Oh, jetzt ist da hinten einer, der schießt. Und ich müsste eigentlich noch mal meine Schrotflinte nachladen. Scheiße! Ach du Scheiße, guck mal, da hinten auf uns lauert. Lad deine Schrotflinte nach. Wow! Chris? Wir haben es geschafft. Yes! Get to the chopper! Get to the chopper! Don't worry. Everything is under control. Sehr gut. What the hell are you doing here? Habe ich auch eine Mütze gemacht wie du oder was? Move, sir! Please excuse my men. They've been on edge ever since we lost contact with headquarters. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. The lab discovered some cases of mutations. And even multi-species hybrids. Ja. We can't stay here. We'll try using the subway to leave the city. But before that, we'll have to get the generator back up. You two, hold the position. Yes, sir. Cooper, come with me. Nochmal schön nachladen. Don't worry, we're professionals. Ja, klar. Du bist der Erste, der tot ist. Chill, man. Must be one of those dead fuckers. No, sounds like something else. Oh, ist das dunkel hier. Go check it out. Come on. What? No. We got orders. We gotta stay put. Ja. Hey, man. Also, Chris, wir sind wieder alleine gleich. Boah, guck mal. Ob das jetzt endlos geht oder check this. Das ist die Frage. Guck mal, wie dunkel das da ist. Oh Gott. Ich hätte ja gerne noch Waffen-Upgrades oder so. Oh Gott.
Ja. Alter, du bist hässlich. Chris, ich habe kein gutes Gefühl hier. Ich habe mich jetzt im realen Raum gedreht, weil ich es hier gar nicht so schnell gemacht habe. Ich drehe mich die ganze Zeit schon im realen Raum. Da ist Arno, siehst du? Das ist doch eine gute Idee. Der wäre ganz normal weitergehen können. Das ist cool. Boah, nee, mit der Pistole fühle ich mich sicherer, weil ich was sehe. Ja, ja. Ja. Da. Oh oh. Okay. Da kommt was. Oh, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Chris, Chris, Chris! Boah, alleine hätte ich das nicht ausgehalten. Da. Boah, du bist hässlich. What the hell? Da hinten ist was? Boah, wie schnell die bei einem sind. Ja, von mir, von meiner Seite kommt aber auch. Chris, ich bin tot. Ich bin tot. Remaining. Achso, wir haben noch. Okay, wir können gleich. Ich kann gleich dazu stoßen. Ein bisschen müssen wir noch, Chris. Schrotflinte. Wenn du leuchtest, kann ich mit der Schrotflinte schön. Boah, ey. Ich brauche eine doppelläufige. Schnell, schnell, schnell. Da.
Das ist eine gute Taktik mit der Schrotflinte. Boah, voll der Schleicher. Fuck. Boah. Was ist jetzt los? Oh, jetzt fühle ich mich irgendwie besser hier. Boah, aber alleine ist das mit Sicherheit heftig, oder? Oh no. Spinnen. I hate spiders. Ja, da sind sie wieder, ja. Hey, what did you do to my men? Oh! Oh, Chris. Also hier ist ein bisschen Blut, ne, auf dem Boden. Aber nur ein bisschen. Oh Gott. Ich sehe gerade alles rot. Boah, die kleinen Spinnen sind übelst.
Es ist ein wenig stressig, oder? Nachladen. Mein Gott! Krass, wie die sogar die Becher umkippen, die kleinen Viecher. Boah. Oh, Endgame. Ja, war ja klar. Das ist doch krank. Der ist natürlich entkommen, ne? Alles klar. Oh. Alter, oben! Diese komischen Dinger drücken, ne? Hauen. Auf dem Bauch hat er noch einen, glaube ich. Eiterbeulen. Haust du ab. So, der war im Bauch. Jetzt aber. Jawohl. Boah, so schnell kann ich gar nicht schießen hier.
Alter, der ist hässlich. Was macht es? Nee, ey. Ich mag den nicht. Hau ab! Warum ich hier wieder? Warum ich wieder? Komm! Ich bin down. Scheiße. 9 Sekunden, 8, 7. Go Chris, ich bin jetzt wieder da. So, I'll be back. Jawohl, jetzt kommt ein Zug, komm. Jawoll! Bam! Biatch! So, du bist ja nur noch ein kleiner blutender Lappen. End of game. Zweimal kaputt gegangen bin ich. Muss so euch fahren? Ja, also. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass man hier wirklich auch ja, sich hin und her bewegen kann, ne? Also, dass man nicht statisch auf der Stelle steht. Aber es ist das erste Projekt, glaube ich, von diesem Entwicklerteam. Und die haben sich eigentlich hieran erstmal versucht, um was Größeres auf die Beine zu stellen. Und ja, der Koop-Modus ist jetzt das nächste. Ist auf jeden Fall cool umgesetzt, oder? Gefällt mir. Auf jeden Fall für ein Ründchen. Wie lange war es jetzt? Warte mal, ich guck mal. Ich weiß. 30 Minuten ist eine Runde. Ja. Also, ich könnte jetzt nicht nochmal spielen, weil das ist echt extrem anstrengend, ne? Also du bist ja ständig am Nachladen, ne? Ja. Guck mal hier. Ja, Leute, wie gefällt euch Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's Bildschwarz. Genau. Aber wir hören uns ja immer noch. Ja, das ist das ganze Spiel.
Also im Koop, ich habe es leider noch nicht probiert, aber im Koop war es ganz lustig. Ja, jetzt einfach mal aus. Ja. Ist echt mal was anderes und wer Horror mag und Shooter mag, der kann hier echt mal zuschlagen. Im Koop hat es jetzt echt Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt im Solo so Spaß gemacht hätte, weil es auch ziemlich anstrengend und auch teilweise echt beängstigend ist, ne? Schon cool gemacht, ja. Ja, Leute, schreibt es einfach in die Kommentare, wie findet ihr das Game hier und ich sag von meiner Stelle aus Tschüss. Und lasst uns bald gerne Like und Abo da, tut natürlich kein weh. Ja, Leute. Definitiv nicht. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Habt eine gute Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.